9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh, moin moin meine Lieben, hier ist wieder euer Gamerschossi 1990 und wie versprochen in der letzten Folge werden wir uns jetzt erstmal schauen, dass wir hier im Tierhandel noch einen Grizzly kriegen, im weiblichen. Da ist sogar einer. Oh, den können wir sogar leisten. Perfekt. Als hätten wir es gewusst. Anzusenden, direkt hier rein. Dann hat jeder sein Glück, die sind alle happy. Und das ist schon mal gut. So, dann. So, komm her. Mr. Wright. Wir waren mit der Bepflanzung dran. So, dann mit den Gemäßigten. Und ich wollte, ja. Affenbrotbaum. Nein. Was war das denn? War das hier? Nee, Johannisbeere war das nicht. Achso, wir müssen auf das Gemäßigte gehen. So, dann auf die Tundra und Tiger. So. Alten Mannschwein. Nein, passt nicht. Okay. Damit? Ja, passt. Bisschen schön machen hier. Ah, stimmt, hier die Azalee wollte ich setzen, ne? Was haltet ihr denn davon, wenn wir da hier so ein bisschen so... Oh. Nein, zu weit. Gibt's hier auch einen Kurs? Jawohl. So ein bisschen hier so um das Wasser setzen. Und Asta wollten nicht hier den. Was war hier mit? War der in Ordnung? Nein, war er nicht. Okay. Was ist mit Wasserpflanzen? Habe ich gerade eben gesehen. Hatte eben irgendwas mit Wasser. Efeu bringt uns jetzt rein. Obwohl, doch. Efeu bringt uns was. Aber den wollen sie nicht. Okay. Oder waren die weiter oben? Nee. Okay. Amerikanische Zitterpappel. Okay, amerikanische Zitterpappel ist in Ordnung. Müssen wir halt das oben noch ein bisschen im Auge behalten. Die wollen halt echt viele Bepflanzungen haben. Ja, die sind sich da die ganze Zeit am Bekämpfen. Da können wir auch nichts dran ändern. Oh, uns wird bald einer sterben. So wie ich das gerade gelesen habe. Entschuldigung für den Krach. So, Timer läuft. Bergarmer. Nimmst du, nimmst du nicht. Ja, den nehmen sie an. Sehr schön. Kann man den ein bisschen hier mit reinsetzen. So. So, und seht ihr, da haben sie bald auch ein schönes Gehege. Ein bisschen können wir noch. Kieferzweige wollen sie auch gerne. So, das ist perfekt jetzt. So, dann haben wir das erledigt. Und jetzt gehen wir nochmal auf die Einrichtungen. Weil wir wollen ja nicht, dass die Leute dumm bleiben. Ne? Also, deswegen. Mal hier das wieder. Drehen uns das. So. Dann unser Kampflautsprecher natürlich. Kommen wir mal diesmal dorthin. Ihr seht, ich brauche gleich wieder Strom. So. Grizzly. Der Grizzly Bear. Das heißt, wir müssen hier wieder schauen, dass wir hier hinten. Ja, dann gib doch mal Gas. Wo ist der scheiß Tierpfleger denn? Also das. So. Gehege. Nee. Einrichtungen. Und dann haben wir hier den Strom. Und wir brauchen, glaube ich, auch noch so ein Wasserding hier hinten, ne?
weiter Wege schon. Oh, toll, es geht das natürlich so nur. Ich würde sagen, wir holen noch halt mal einen zweiten Techniker hinzu. Ich glaube, wir haben nur einen einzigen, ne? Gerade gucken. Einen, ja. Den können wir mal ausbilden. Und wir holen noch einen hinzu. Wer kommt denn hier hin? So, dann brauchen wir auf jeden Fall noch ein paar Zoopfleger, die mal ein bisschen die Sauberkeit halten. Also langsam werden wir größer. Ausbilder können wir also auch mal machen. Dann kann man für den vielleicht Mitarbeiter im Bauteil, ja, ja. Läuft ja rum. Können wir dem jetzt. Läuft der alleine rum oder können wir dem. Okay, ich glaube, der läuft alleine rum. So, das heißt, hier können wir jetzt auch anmachen. So. Ich will überlegen, hier noch einen zweiten Tierpfleger, glaube ich, hinzusetzen. So, wo ist der neue? Da ist der neue. Und ist auch in Arbeitsbereich. Hier. Und mit zwei Mann, da denke ich, da kriege ich das auch sauber. So, was haben wir denn hier? Aha, da waren welche bei uns. Hier oben haben wir auch Gehegearten züchten. Ja, cool. Haben wir abgeschlossen. Sehr cool. So, gefährliche Kämpfe. Ja, haben wir jetzt nicht gesehen. Ach, jetzt ist es auf einmal zu günstig, ja? So, zum Beispiel auf 10, da sind die gleich wieder zu teuer. Wette ich mit euch. 7. Wette ich mit euch. Ach, wir haben ein Gericht bekommen. Oh, sehr schön. Also alles perfekt. Alles tutti frutti. So. Aha. Perfekt. So, das heißt, wir können uns jetzt mal gerade hier um unsere Lieblinge kümmern. Hier auch mal wieder weiter oben ausbauen. Dass das Wohlbefinden mal besser wird. Ein bisschen Streu. So, siehst du, da wird die Qualität doch schon mal besser. So, du natürlich auch. Tarnboden, großer Fels. Bei den Fröschen auch. Ich glaube, die hatten wir alle schon, oder? Nee. Das Vivarium. Die Sauberkeit. Ah, habe ich da keinen Tierpfleger drin? Schon wieder abgeschlossen. Haben wir ja bald wieder alle fertig. Und ich wollte jetzt auch mal was anderes noch erforschen. Dass wir hier noch ein paar Techniker-Sachen erforschen, ne? Arterhaltungsthema auf jeden Fall und dann noch ein paar Barrieren und später gehen wir auf die Sachen, die wir hier haben. Ihr seht, ich habe viele DLCs, auch hier sowas und das hier, Transportfahrgeschäfte werden auch noch kommen, aber das dauert noch ein bisschen. So, wir machen im Moment Minus. Okay, warum machen wir Minus? Weil wir noch ein Darlehen laufen haben. Okay. Aber das ist jetzt nicht so schlimm. Wir könnten mal ein bisschen Marketing machen. Was hältst du denn? Immer sowas und sowas. Ein bisschen Werbung für unseren kleinen Zoo machen. Das wäre ja schon mal was, oder? Und was ich jetzt gerne noch machen würde, ist das hier oder ist das. Das dürfte hier sein. Bei Baum, da, Beleuchtung. Ich hätte nämlich gerne mal ein paar Laternen. So, wir haben zwar jetzt bis jetzt hier die Standardstraßenlaternen, aber das ist ja egal. Aber wir
mal so ein bisschen Licht in die ganze Sache bringen. So. Dass es nicht so duster hier irgendwie ist, gerade im Dunkeln. Dann haben wir auf alle Wandbeleuchtung, Hängelampen. Ja, ich muss sagen, bleiben wir bei denen hier. Auch nicht so immer im Dunkeln rennen müssen. So. Klar, könnte man halt dann auch mal irgendwann noch erforschen. Und wir könnten irgendwann mit der Deko anfangen. Dann haben wir so viel. Gibt es hier auch einen Grizzly? Ne, großer Panda. Aber kein Grizzly. Wenn wir da vielleicht noch ein bisschen vorne was bauen können. Oh. Also die Varianten Handel, Gehege, Einrichtungen. Ich würde mich gerne mal was gucken. Tiervivarien oder mal. Hier noch was. Weißt du, dass man hier vielleicht auch so einen Weg durchmacht, wo die dann hier noch ein Vivarium haben. Aber ich weiß es doch nicht. So für Flughunde oder sowas, weißt du? Das wäre so meine nächste Idee. Jetzt machen wir erstmal unseren Weg hier weiter. Den Raster ausrichten. Also der Weg wird sich weiter immer schön hier durchziehen. Gut, ist natürlich doof, dass wir da nicht connecten können. Also können hier auf jeden Fall gucken, das ist schon mal vorteilhaft. Dass wir das hier irgendwie verbunden kriegt hier. Ich liebe es, der Wegebau. Naja, egal, lassen wir den erstmal. Planet Coaster und das sind ja irgendwie in der Hinsicht alles gleich. Können die von hier auch noch so ein paar Infotafeln hinbekommen. Ja. Und Sicherheitskamera, ne? Vielleicht langsam auch nicht verkehrt. Ja, ein bisschen zu beobachten. Ich suche gerade was. Da haben wir es. Da noch. Und natürlich hier noch. Weil ein Zoo lebt nur von Spenden. Dann können wir hier halt später noch ein paar Imbissstände erforschen. Und was ich jetzt gerne mal wieder setzen würde, weil wir haben ja noch einen Eingang, sind Toiletten. Ja, der ist auf jeden Fall zufrieden. Und das kriegen wir hin. Da seht ihr. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Hä? Ein Franchise-Server hergestellt, bitte mit einer Internetverbindung. Was? Was ist denn jetzt los? Du bist offline. Das ist jetzt gerade doof. Okay. Ich würde sagen, wir beenden jetzt gerade mal hier die Folge. Ist heute was kürzer und ich muss jetzt mal schauen, warum das hier so ist. Ich sage auf jeden Fall Tschüssikowski, bis bei den Ski. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go.